Da sitzen die zwei. Seit wann seid ihr denn hier? Hä? Ich bin jetzt gerade raus aus der Dusche. Komische Geräusche, ne? Das sind die Vögelchen, die schon wach sind. Ja, da guckt ihr. Meine kleinen Babys. Bob. Ja, ist ja gut, ich ärgere euch nicht mehr. Sagt Bescheid, wenn irgendwas Spannendes passiert. Letztens kommen wir nach Hause und dann parken wir da unten, ne? Und ich will da von der Beifahrertür aussteigen, da. Und Marcel sitzt hier, steigt aus und sagt, ach guck, da ist gerade eine Ratte lang gelaufen, so. Und ich denke so, ja, okay, cool, cool, danke. Wie soll ich jetzt aussteigen und meine Füße auf den Boden absetzen, wenn ich nicht weiß, ob die Ratte gerade unterm Auto ist und vielleicht auf die Idee kommt, einfach mal zuzuschnappen? Weil das hat echt Überwindung gekostet. Ich habe mir halt selbst eingeredet, eine Ratte greift dich nicht einfach so an, sie läuft erstmal weg. Du musst nur gucken, dass du niemandem auf den Schwanz trittst. Wie das sonst im Leben auch so funktioniert. Und deswegen habe ich mich dann getraut. Natürlich war die Ratte schon längst weg. Die war irgendwo dann wahrscheinlich nicht mal mehr unterm Auto. Und wenn, ist mir egal. Ich will nicht mehr drüber nachdenken. Hast du dich einfach wieder schlafen gelegt? Kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Ja, Cosmo hat sich einfach wieder schlafen gelegt. Also Apollo und ich gehen jetzt runter. Kommst du mit? Nein, ne? Dieses kleine Röllchen. Komm, Apollo. Wir gehen runter. Ja, komm. Mein kleines, süßes Fellknäuel. Komm, komm. Aber warum eigentlich? Was machen wir hier unten? Freisi willst du nicht. Ich kenne dich doch. Was möchtest du sonst? Gar nichts, ne? Du willst einfach nur ein bisschen Aufmerksamkeit. Leistest du mir Gesellschaft? Beim Frühstück? Ja. Ist dir langweilig? Aber mach nichts kaputt, okay? Oh, Katze. Katze. Wir können jetzt nicht schmusen. Ich bin doch am Essen. Das kannst du aber während unserer Hochzeit nicht machen. Ne? Also wenn wir hier alle essen, kannst du nicht einfach auf den Tisch spazieren gehen. Das wäre zu komisch. Ich kann mir die Gesichter genau vorstellen, wie alle gucken würden, wenn die Katze plötzlich einfach durch den Tisch spaziert. Ja, was? Ich laufe auch nicht zwischen deinen Näpfen mit den Füßen rum. Obwohl, doch, mache ich, klar. Stehen doch auf dem Fußboden. Ne? Also, wenn die Katze es nicht eklig findet, dass ich auf ihrem Tisch mit meinen Füßen drauflatsche, warum soll ich das eklig finden, dass er auf meinem Tisch mit seinen Füßen drauflatscht? Und seinem Po. Sag mal. Komm. Ja, ich weiß, du willst raus. Ja. Aber wo ist dein Geschirr? Ach, das lag hier auf der Couch letztens, ne? Da ist es. Apuschi, kommst du mit? Katzi. Katzi. Cosmo. Kleiner Simulant. Hör auf zu humpeln. Du humpelst nicht. Cosmo, reicht jetzt. So, Apollo? Willst du raus? Ja, nein, vielleicht. Komm, wir heizen nicht für draußen, sagt Papi immer. Entweder raus oder rein. Eins von beiden. Na, geht doch. Oh, Kätzchen. Tja, Apollo ist schon drin. Das ist schön, dass du von alleine wieder reinkommst. Komm her, wir müssen dir dein Geschirr ausziehen. Ich muss gleich nämlich los. Wir fahren nämlich
mit Papi zum Friseur. Und wir machen mir die Nägel, weil normalerweise mag ich das nicht. Ne? Ich mag das nicht, hier Nägel. Ich habe das früher ganz oft gemacht. Aber mittlerweile denke ich mir so, pff, voll die Geldverschwendung. Und macht Nägel voll kaputt. Ist auch nicht mehr schön. Also ich meine, doch, schön ist es. Aber es ist halt irgendwie so künstlich. Also ich mag es an anderen, aber an mir selbst nicht. So kann man das irgendwie bezeichnen. Oder ich habe es mir einfach komplett abgewöhnt. Auf jeden Fall, ich feile mir nicht mal die Nägel. Sieht man ja auch öfter, wenn sie dann rausgewachsen sind, sind die richtig hässlich. Ich schneide sie mir ab mit diesem, mit so einem Clipper. Wie, ja, so richtig so unkultiviert. Und naja, aber ich will halt schöne Fotos mit Ring und Blumenstrauß und deswegen will ich schöne Nägel und deswegen will ich zum Nageldesigner und mir da Nägel machen lassen. Das Ding ist, ich wollte erst zu einer Nageldesignerin hier im Dorf und habe mir da auch einen Termin geben lassen und dann habe ich gefragt, mit was arbeiten Sie, mit Acryl oder mit Gel? Sagt sie, mit Gel. Und ja, bei Gel bin ich immer so ein bisschen skeptisch, weil ich bin mir nicht so sicher, ob das... Man muss schon damit umgehen können. Aber ich dachte mir, naja, sie wird ja wohl professionell sein. Dann sagte sie, ja, aber Sie wissen schon, dass das 60 Euro kostet. Ich so, ja, dann kostet es halt 60 Euro. Mache ich jetzt einmal, ne? Also, danach habe ich auch nicht mehr vor, das zu wiederholen. Ja, habe ich mir Termin geben lassen. Und war dann erstmal so, ja, okay, ich habe jetzt erstmal einen Termin und das wird schon. Dann habe ich sie gefragt, wollen Sie denn, also Sie sagen mir jetzt pauschal 60 Euro, wollen Sie denn nicht wissen, was ich haben will? Sagt sie, nö, brauche ich nicht zu wissen, klären wir dann. Ich so, okay, gut. Das hört sich irgendwie komisch an, aber ich bin kein Profi, ich vertraue da mal. Und dann habe ich mich mit einer Freundin zum Kaffeetrinken verabredet. Hab mir ihre Nägel angeguckt und ich so, zeig mal deine Nägel bitte. Und dann hat sie mir ihre Nägel so gezeigt und meinte so, ich bin aber nicht zufrieden. Ich so, ich seh's. Was sind das für Schaufeln? Das sah schrecklich aus. Das sah aus, als hätte ein kleines Kind das gemacht. Das war so French. Ich weiß nicht, ob euch French was sagt. Das ist das, die waren so ein bisschen länger und mit so einem weißen, ne, am Rand ist es dann so weiß. Diesen Rand hat sie mit dem Pinsel selbst gemalt. Und das war total schief. Die Nägel waren so dick. Die waren so komisch rund. Das sah aus wie so kleine runde Schaufeln. So wirklich dick und hässlich. Und dieser weiße Rand war auch noch komplett schief gemalt. Ich so, wo warst du denn? Dann sagt sie, ja, da und da. Ich so, was? Nein, ich habe da auch einen Termin. Verdammt! Ja, und dann sagt sie, oh mein Gott, sag ihn sofort ab. Ich habe auch 60 Euro für das hier bezahlt. Und das ist keine 5 Euro wert. Wirklich. Ich dachte mir, du Scheiße. Zum Glück habe ich mich mit ihr verabredet und sie war vorher da. Weil ich habe mir den Termin irgendwie 2 Tage vor der Hochzeit geben lassen, damit sie nicht rauswachsen, ne, damit sie gut aussehen. Und dann hätte ich nur noch einen Tag gehabt, wo ich mir was anderes suchen kann, die mir das Ding dann abfeilen und wieder neu dran machen. Und ich hätte umsonst 60 Euro ausgegeben, was echt nicht wenig Geld ist. Ja, finde ich schon krass, solche Unsummen zu verlangen für eine Arbeit, die einfach mal nach... Richtig, das sah richtig schlimm aus. Also wirklich, ich bin ja nicht penibel, aber das habe ich noch nie so gesehen. Und ich gehe sonst immer so zu Chinesen, ne? Chinesen, Vietnamesen. Die machen das immer schnell und die machen das gut, finde ich. Und die meisten so Nageldesigner, die halt selbstständig geworden sind, die mehr verlangen als bei den Asiaten, die sagen, ja, die arbeiten so unhygienisch und die machen das so schlecht. Finde ich gar nicht. Also wenn ich die Arbeit von ihr vergleiche und die Arbeit, die früher die Chinesen, wo ich mir früher noch Nägel gemacht habe, das sind Welten. Dann gehe ich lieber zu so einem Chinesen, lass mir da die Nägel machen für, keine Ahnung, 40 Euro oder so. Und dann ist es einigermaßen okay. Es muss nicht perfekt sein, ich bin nicht so penibel. Aber es darf halt auch nicht verunstalten, weil sonst gehe ich lieber so. Und
Ja, aber was wollte ich noch sagen? Moment mal, irgendwas wollte ich noch sagen. Also, ich habe natürlich dran gedacht, mir eine FFP2-Maske mitzunehmen, weil ihr wisst ja, die fallen dann und dann, wenn dieser Krüllstaub mir in die Nase kommt, wäre das nicht so gut. Ich kann auch so schon kaum atmen. Deswegen habe ich so eine Maske dabei, falls Fragen aufkommen, ob ich nicht Angst hätte wegen den ganzen möglichen Giftstoffen, die dann in die Nase kommen. Ja, dafür gibt es die Maske, die soll mich dann auch schützen.